Die fünfte Welle, wie weit geht sie überhaupt? Kann man das einigermaßen festlegen? Wir wollen uns das mal angucken. Bitcoin ist ein perfektes Beispiel. Also zwei Videos in einem sozusagen, eine aktuelle Analyse auf den Bitcoin-Kurs, aber auch ein rein technischer Kurs. Wie geht man damit um? Wie bestimmt man tatsächlich, wie weit diese letzte Bewegungswelle gehen kann? Wo sind die besten Chancen für einen Dreh? Das will ich euch gerne zeigen, deshalb unbedingt dranbleiben. Hallo allerseits, die Cryptocurrencies, da brennt gerade, na was auch immer, auf jeden Fall scheint es nicht so gut zu laufen aktuell. Charttechnisch war das vorherzusehen, ist vielleicht immer ein starkes Wort, aber es deutete sich an, dass die Marktteilnehmer entsprechend da unterwegs waren. Ich hatte ja auf YouTube, ich mache ja dann den Link hier immer rein, Tipp nochmal, abonniert das, dass ihr auch da die Infos kriegt, falls ihr das hier dann nicht seht oder ich das mal hier vergesse. Einfach dort ein Abo da lassen. Die Idee dahinter war, dass wir hier also doch erst noch mal eine größere Korrektur haben müssten, dass ich gesagt habe, 80% Drawdown, das ist natürlich noch ein bisschen Platz, aber vielleicht kommt das tatsächlich auch noch. Im Moment ist das aber gar nicht das Thema und auch gar nicht unbedingt das, was wir erwarten. Wir hatten ja neulich darüber hier schon mal gesprochen, über einen Move, nämlich seit dem Tief vom 19. sind wir ja nach oben gekommen. Und die Bewegung, die wir seit dort hatten, die sah bisher so aus. Und zumal dieser erste Teil auch noch dreiwellig war, was nicht typisch ist für eine Impulsbewegung. Das ist also nicht das, um wirklich zu überzeugen. Im Gegenteil, wenn wir das alles jetzt hier zusammenfassen, dann passt das hervorragend in das Bild A, B, C, D, E. Und an den Buchstaben erkennt ihr schon, das muss wohl korrektiv sein, das Ganze. Und wäre dann ein Contracting Triangle. So, dann haben wir hier im Prinzip genau diese Situation. Contracting Triangles sind zwar nicht super häufig, wenn aber, dann kommen sie im Impuls wo vor? Wir können mal schnell gucken. Also Impuls, diese starke Abwärtsbewegung. Contracting Triangle in der vierten Welle. Ja, also das heißt, in so einer Abwärtsbewegung in der vierten, also in dieser hier, nur in der kommen sie vor. Und wenn wir ehrlich sind, das würde doch passen wie die Faust aufs Auge. Erste runter, kommt, das zeigen wir auf dem Chart hier, die erste runter, die zweite hoch, die dritte runter, hier ist das Contracting und jetzt dann kommt noch mal eine fünfte hinten dran. Tatsächlich ist das meine Erwartungshaltung. Es spricht extrem vieles dafür, dass die fünfte jetzt noch folgt und die fünfte sollte zumindest noch mal, das sieht man hier so ein bisschen angedeutet, unter das Tief vom 19. Mai fallen. Das wäre zumindest mal typisch. Es gibt zwar verkürzte fünfte Wellen, ausschließen können wir es also nicht, aber klassisch ist es halt, dass wir da überschießen. Alles andere wäre eine abgeschnittene Fünfte oder Truncated Fifth oder Versagerwelle, sagen einige. Nicht auszuschließen, aber eben nicht das favorisierte Bild. Das heißt, soweit erstmal die Überlegungsrichtung. Ich glaube, wir haben beste Chancen, dass wir das Tief nochmal unterschreiten und danach wird entschieden, was passiert. Aus meiner Sicht wird, und wir werden gleich gucken, von wo aus, als nächstes irgendwas in dieser Art hier passieren. Und anschließend wird entschieden, ob der Kurs dann sagt, ach komm, wisst ihr was, wir machen weiter. Oder ob der Kurs dann tatsächlich sagt, das war ja nur der erste Impuls. Ein guter Zigzag besteht ja immer aus zwei Impulsen nach unten. Und dann seht ihr, ist auch ruckzuck die 80% wieder ein Thema. Die 80%, warum erwähne ich die überhaupt? Die erwähne ich doch sonst nicht so sehr. Ja, die kommt auch nicht so häufig vor. Allerdings dieser Rücksetzer über 80%. Allerdings dieser Rücksetzer über 80%. Alles dessen, was vorher da war. Also die Bitcoins, die neigen dazu, mal in die Vollen zu gehen. Aber ob das tatsächlich passiert, das ist tatsächlich jetzt natürlich noch völlig übertrieben. Das wird sich entscheiden, ob wir das bekommen oder das, wenn der Kurs irgendwo hier, bitte diese Zahlen noch nicht merken, weil das hängt ja auch davon ab, wie die Verläufe hier intern sind, wo das Tief ist. Aber wenn wir an ungefähr so einem Punkt angekommen sind, dann wird entschieden, ob es doch weiter nach oben geht oder doch tatsächlich noch mal einmal nach unten. So, also insgesamt geht es aber jetzt im Moment eher auf der Abwärtsseite. Und die Überlegung ist jetzt, wie weit geht es? Ich habe es ganz hübsch gezeichnet. Ja, das sieht doch gut aus. Passt. Aber ein bisschen wissenschaftlicher sollten wir es vielleicht schon nochmal angehen. Wie macht man das? Wie berechnet man da die Ziele? Und in dem Fall, ich weiß nicht, ob es dann sinnvoll ist, hier meine typischen Elliott-Wellentabellen zu nehmen, mit denen ich ja durchaus Ziele berechnen kann. Also zum Beispiel gucken kann, wie weit geht denn die fünfte Welle zur dritten nochmal? Ja, bei diese Tabellen enthalten natürlich null Kryptowissen, allerdings so groß unterschiedlich sind die Werte auch nicht zwischen den verschiedenen Märkten. Insofern kann man das wahrscheinlich übertragen. Und dann seht ihr schon so, ja, so ein Klassiker, die dritte Welle zur fünften oder die fünfte zur dritten wohlgemerkt, ist ungefähr halb so lang wie die dritte oder vielleicht auch genauso lang wie die dritte. Alles da drüber und da drunter ist eher nicht so typisch.
So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an und damit das ein bisschen eindeutiger wird oder optisch, machen wir das hier nochmal weg. Wie gehen wir damit um? Ich habe jetzt ja mal den Nagel in die Wand gehauen. Das ist eine 1, 2, 3. Dann hier die 4, dieses Contracting Triangle. Das würde ja perfekt passen. Und die 5 dann irgendwo jetzt noch ja, kommen müsste. Wohin auch immer. Also die ist jetzt nicht da, wo das Ende ist, sondern einfach nur in der Zukunft weiter unterhalb. So, und wie kann man das Ganze jetzt messen? Jetzt habe ich eben schon angedeutet, man könnte jetzt theoretisch sagen, ja, okay, wir haben doch jetzt die dritte Mal verglichen. Ich könnte doch mal einfach schauen, indem ich jetzt mal messe, wie lang war denn diese Bewegung hier? Und jetzt messe ich dann mal, wenn sie gleich lang wäre, würde die sogar noch auf 10.000 runtergehen. Wenn sie halb so lang wäre, ja, jetzt haben wir halb so lang nicht da, jetzt machen wir es mal einfacher. Halb so lang ist ungefähr die Mitte dadurch. Das müsste dann ungefähr bis da. Das heißt, so ganz grob, wenn diese Elliott-Wellen-Tabelle stimmt und wir uns nominal hier daran beteiligen wollen, müsste diese Bewegung noch bis da unten hingehen. Warum sage ich das mit nominal? Wir können ja auch noch mal gucken hier prozentual. Also diese Bewegung waren 51% Rücksetzer. Und wenn ich dann hier noch mal einen 51-prozentigen Rücksetzer mache, dann würde der bis dahin führen. Wenn der aber nur halb so tief wäre, also 50%, dann wären das eben 25. Das wären dann Ziele, die hier sind. Ja, also nicht die Zeit, sondern nur die Höhe jetzt. Also nicht, ob das weiter rechts oder links ist. So, das heißt, wir sollten schon auf dem Plan haben, einen Rücksetzer, der durchaus noch mal ungefähr auf diese Höhe geht. Also so Oberkante hier, mittendrin oder Unterkante da. Also diese Höhe, das ist so 20.000 bis 25.000, wäre jetzt nicht so wirklich außergewöhnlich. So, jetzt sind wir gerade dran schon an der Geschichte. Jetzt gucken wir noch mal auf eine andere Art und Weise, wie sich das Ganze per Cluster eventuell erkennen lässt, wie weit hier ein Ziel geht. Und da gibt es eine einfache Variante, die ich ganz gerne anwende für eine Orientierung. Dafür messe ich als erstes mal, wie lang war die erste Welle und messe die dann auf die fünfte. Die fünfte fängt da an, wo die vierte aufgehört hat, also ungefähr da, also da, wo das E hier war. Dann haben wir diese Länge nach unten nochmal. Das ist ein einfaches Projektionstool. Ich habe das Gelb immer bei mir dann eingezeichnet, wenn das eine Elliott-Relation ist, also Fibonacci in Bezug auf Elliott. Jetzt gibt es noch eine zweite Variante, die wir messen können. Das ist ein etwas anderer, nämlich wir messen jetzt von der ersten bis zur dritten einschließlich und legen das auf die vierte fest. Dann kommen wir natürlich mit der 1 zu 1 ganz, ganz tief, deshalb die liegt dann hier unten. Dafür nehme ich aber nicht die 1 zu 1, sondern dann nehme ich die 3820 bzw. die 6180. Blöderweise clustert das jetzt überhaupt nicht. Sehr häufig liegen dann diese Marken sogar eng beieinander. Hier jetzt aber gar nicht. Ich mache es sogar mal groß, dann sieht man es ein bisschen besser, vielleicht nochmal, gerade wenn ihr auf dem Smartphone jetzt das Ganze nur guckt. Also im Moment clustert das null. Das ist aber doof. Ja, aber wir haben ja noch wann andere Möglichkeiten zu gucken, wie lang die fünfte Welle geht. Die fünfte Welle ist ja eine Extension, in dem Fall unterhalb dieses Tiefs. So, dann können wir doch mal die Extension messen. Und die Extension ist quasi von dem Start der dritten Welle bis zum Ende der dritten Welle. Und dann die Extension. Extension ist einfach wie das Retracement-Tool, nur mit Werten, die über 100 sind. Die Werte könnt ihr hier so ein bisschen abzeichnen. Und dann seht ihr, ah, guck mal, da ist doch schon so ein bisschen clustermäßig was, wo die Marken liegen. Ich denke mal, wir lassen Werte von minus 6.000, die brauchen wir nicht unbedingt. Und vorläufig brauchen wir auch nicht Werte, die bei 5.000 ungefähr oder 3.000 liegen, so in der Richtung. Die lassen wir mal weg. Ich denke, im ersten Moment geht es um Bewegungen, die irgendwo hier landen. Natürlich können wir auch noch ein Retracement mit hinzuziehen. Das ist quasi diese Bewegung von da unten bis da oben. Den brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir nicht mehr. Und dann seht ihr schon, wir haben so eine Zone ungefähr bei 26.500 plus minus, keine Ahnung, 600. Wir haben so eine Zone, die liegt so in etwa bei 22.500. Und dann haben wir eins, oje, oje, die liegt sogar bei 17.000. Das heißt nicht, dass der Kurs jetzt eine von diesen Marken erreichen muss. Das bedeutet aber, dass jede dieser Marken geeignet wäre, den Markt vorläufig mal wieder ein bisschen einzufangen und dementsprechend eine gewisse Unterstützungswirkung hat.
Ja, dementsprechend denke ich mal, sollte man diese mal im Hinterkopf behalten als ein mögliches Ziel. Wir können das Ganze auch noch mal mit einer Messung, was hatten wir denn vorher hier für Bewegung? Wir hatten hier zum Beispiel mal so eine, können die als fünfte Welle mal anlegen, ob das irgendwo clustert. Ah, okay, das clustert hier. Wir können natürlich diese mal messen. Die mache ich deshalb grün, weil die natürlich nichts mit der direkten Zählung zu tun hat oder haben. Aber ihr seht, dass diese Größenordnung ja, da doch einigermaßen gut clustern. Und dann haben wir hier eine und die wird vermutlich nicht clustern. Nee, ist eine einzelne Marke. Kann man vielleicht auch dann ausblenden, weil eben nur eine einzelne Marke. Nehmen wir sie wieder raus und die unten, ich räume mal gerne auf. Und jetzt seht ihr, wir haben nur einfach hier mal ganz klassisch einfach die Dinger gemessen und nicht mal hier die ganz alten Sachen, die Bewegung. Und wir haben jetzt mehr oder weniger drei Marken, die sehr interessant werden. Drei Bereiche, die ich eben genannt habe, ungefähr 27.000 mit Tendenz nach unten, mit 22.500 ungefähr 17.000 irgendwie was. Alle drei dieser Levels sind gute Cluster. Es ist nicht gesagt, dass eine von denen erreicht wird und geschweige denn alle. Aber falls wir an einer dieser Marken landen, haben wir realistische Chancen, dass der Kurs abprallt. Das heißt, in dem Bereich sollte man genauer hingucken, ob der Kurs dort Drehbewegungen anfängt. Zum Beispiel im 15-Minuten-Chart, zum Beispiel im Stunden-Chart oder eben nicht. Bis dahin sieht es eigentlich relativ nach fallenden Märkten aus. Aber lassen wir uns überraschen, falls der Markt vorher schon anfängt, massiv zu drehen, können wir jederzeit auf die Long-Seite wieder aufspringen und können ja überlegen. Aber so sieht das aktuell hier aus meiner Sicht bei den Kryptos aus. So, ihr seht, es ist gar nicht so schwer, ein bisschen diese Niveaus zu finden, diese Cluster, wo das eben wunderbar zusammenpasst. Das ist kein Beweis, dass der Kurs tatsächlich bis dahin läuft. Es ist kein Beweis, dass der Kurs dort auch tatsächlich dreht. Aber es ist für mich als Händler ein klarer Hinweis, an diesen Marken genauer hinzugucken, zum Beispiel auf der kleineren Zeitebene, ob wir da unser typisches Bild eben bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen was gebracht hat. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, damit ihr zukünftig auch keine Beiträge mehr verpasst. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr weitere Hinweise habt oder zu diesem Thema oder zu anderen, lasst gerne einen Kommentar da. Das freut mich immer, wenn ich sehe, dass das Ganze für euch interessant ist. In diesem Sinne sage ich einen allerbesten Gruß, ganz liebe Grüße, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal.